Hey alle zusammen! Ihr habt euch jetzt wahrscheinlich gedacht, hä, was soll der Titel, was soll das Thumbnail? Die meisten von euch werden wahrscheinlich im High-End-Content, sage ich jetzt mal, spielen. Das heißt Dämmerung, Strikes oder auch irgendwelche Hard-Mode-Raids wahrscheinlich. Und da nimmt man gerne Waffen mit für die Champions. Ganz besonders ist ja die Aberlest beliebt, weil die einfach die Schilde von den Gegnern sofort wegmacht. Man muss da keine spezielle Mod dafür in den Arm packen, weil die Aberlest das allgemein als Eigenschaft hat, die Schilde der Barriere-Champions zu durchbrechen, und macht auch allgemein durch irgendwelche Rüstungen oder auch zum Beispiel bei den Rittern die Schilde, die sie hochziehen, erhöhten Schaden und kommt auch dadurch. Jetzt mit dem neuen Update haben ja viele Exo-Waffen auch noch zusätzliche Perks bekommen, wie zum Beispiel Donnerlord und Limonar, die ja jetzt auch gut gegen Überladungs-Champion sind. So hat auch der Bogen Wunschänder jetzt den Perk bekommen, dass er stark gegen Barriere-Champions ist. Das heißt, man hat jetzt eine Exo-Waffe als Primärwaffe, wo man keine weiteren Mods für in dem Arm drin braucht. Und vor allen Dingen kann man dadurch ohne Probleme noch eine weitere Special-Waffe mitnehmen, ohne halt Doppel-Special spielen zu müssen. Die Munition ist halt auch immer vorhanden, weil es ist ja auch eine unendliche Waffe, dadurch, dass es eine Primärwaffe ist. Und Wunschänder profitiert auch von dem Buff, den es letztes Mal gab, mit 40% mehr Schaden gegen die Gegner, weil es eine Primärwaffe ist. Und ich speziell spiele jetzt gerade, wenn ich halt was gegen Barriere-Champions brauche, sehr gerne den Wunschänder, weil er allgemein viel Schaden macht. Man super schnell die Barriere-Champions runterkriegt. Teilweise schießt man durch zwei Barriere-Champions durch. Und ich habe dann halt noch Platz für irgendeine andere Waffe im zweiten Slot. Ich kann dann noch einen Granatwerfer mitnehmen oder eine Schrotflinte oder einen Sniper, ohne Double Specials spielen zu müssen und irgendwann die Gefahr zu haben, irgendwann keine Muni mehr zu haben. Das finde ich persönlich sehr gut und deswegen ist das für mich persönlich einfach jetzt eine bessere Variante als die Aberlest. Natürlich haben da jetzt noch andere Meinungen, aber für mich ist diese Waffe eine viel bessere Alternative. Mich würde gerne interessieren, wie ihr das seht und ob ihr das bemerkt habt, dass auch der Wunschänder einen neuen Buff bekommen hat. Ansonsten war es das von mir. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Ihr könnt auch gerne das Video liken und wie gesagt einen Kommentar drunter lassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.